Hey Leute, hier habe ich euch jetzt den Warframe Harrow mitgebracht. Harrow ist ein ziemlich guter Warframe, wenn man ihn richtig moddet und richtig spielt. Und damit kommen wir direkt schon zum ersten Punkt, den ich für euch habe. Es gibt unglaublich viele verschiedene Spielweisen und Moddungen für Harrow. Da müsst ihr einfach die für euch passende Moddung und Spielweise finden. Also ich selbst habe jetzt drei verschiedene Builds und ich würde mit euch wetten, es gibt extremst viele Leute oder zumindest viele Leute, die keinen einzigen meiner Builds mögen werden und ihn nochmal anders modden werden. Das liegt nicht einfach dran, weil meine Builds schlecht sind oder andere besser sind, sondern einfach Harrow ist so vielseitig einsetzbar, man kann auf so viele verschiedene Aspekte von ihm eingehen. Also ich behaupte mal mit gutem Gewissen, es gibt mindestens 15 verschiedene Builds für diesen Warframe. Man kann auch nicht viel falsch machen, in meinen Augen ist einfach nur das Einzige, was ihr falsch machen könnt, auf Leben zu gehen, auf Schild zu gehen oder auf Rüstung zu gehen. Das sind drei Sachen, die ihr absolut gar nicht bei diesem Warframe braucht und ansonsten könnt ihr so viele verschiedene Hybrid-Builds machen, das ist unglaublich. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Harrow, habe ich bereits erwähnt, ist ein guter Warframe und ich behaupte mal, er macht dem Warframe Trinity starke Konkurrenz. Das liegt daran, Harrow kann auch Leben wiederherstellen, er kann Energie wiederherstellen, aber er kann sogar noch das Team buffen. Deshalb habe ich für mich persönlich jetzt die Einteilung getroffen, ihr müsst diese Einteilung nicht teilen, müsst ihr für euch selbst entscheiden, dass ich Harrow benutzen würde, wenn ich mit Warframes spiele ohne Toggle-Fähigkeiten und Trinity benutzen würde, wenn ich mit Warframes mit Toggle-Fähigkeiten spiele. Kleines Beispiel für die Leute, die nicht wissen, was Toggle-Fähigkeiten sind, zum Beispiel Ember die Ulti, Mesa die Ulti oder generell alle Fähigkeiten, die man aktiviert und die keine Dauer haben, sondern so lange aktiv sind, bis man sie deaktiviert. Das sind Toggle-Fähigkeiten und der Grund, weshalb ich diese Einteilung getroffen habe, Harrow stellt die Energie langsam pro Kill wieder her und Trinity mit einem Schlag. Wenn wir mit Warframes ohne Toggle-Fähigkeiten spielen, brauchen wir die Energie nicht schlagartig und können dadurch noch die Buffs nutzen, die wir von Harrow passiv mitbekommen. Wenn wir jetzt aber mit Toggle-Frames spielen, wie zum Beispiel Mesa, die braucht die Energie ziemlich auf einen Schlag, naja, dann nehmen wir halt eben Trinity, weil die das auch mit einem Schlag uns die Energie wiedergeben kann. Ansonsten würde ich persönlich halt eben schon eher zu Harrow tendieren. Ich überlege gerade, das war jetzt die allgemeine Einführung und machen wir mit den Fähigkeiten weiter. Die erste Fähigkeit wäre die passive Fähigkeit, die einfach bewirkt, dass wir doppelt so viele Überschilde bekommen können. Klingt jetzt am Anfang unspektakulär, aber glaubt mir, das hat's in sich. Weil statt 1200 können wir jetzt 2400 Überschilde bekommen und die erste Fähigkeit gibt uns Schilde und Überschilde. Also das sind generell, Harrow synergiert so extremst gut miteinander. Man kann die Fähigkeiten so kreuz und quer miteinander kombinieren, wie man möchte und man hat eigentlich immer einen guten Build. Also unglaublich. Die erste Fähigkeit Tadel ist jetzt eigentlich eine CC-Fähigkeit, mit der wir die Gegner dauerhaft im Stun halten können. Und die ist verdammt gut. Aber gleichzeitig kann sie uns auch noch Schild pro getroffenem Gegner wiedergeben. Das Ganze hat eine Reichweite von 20 Metern, hat eine Dauer von 6 Sekunden und gibt uns 150 Schild pro getroffenem Gegner wieder. Als kleines Beispiel, wenn wir auf Dauer gehen, sind die Gegner für 17 Sekunden gestunt. Wenn wir auf maximale Reichweite gehen, 50 Meter Reichweite und mit maximaler Stärke 523,5 Schild pro getroffenem Gegner. Das heißt hier, diese passive Fähigkeit wird direkt bis zum Maximum ausgenutzt. Gerade mal als Beispiel, mein normaler Build, hätten wir 426 Schild pro getroffenem Gegner. Erhöhen wir mal das Level, damit die Gegner nicht direkt sterben. Zack, direkt 2670 Überschilde. Das ist genial. Wobei ich euch direkt schon mal sagen kann, wir spielen Harrow die ganze Zeit ohne Schilde. Will ich jetzt nur schon mal vorwegnehmen. Also, der CC an sich super gut. Also die Gegner sind gefesselt, die können gar nichts mehr machen. Das funktioniert bei extremst vielen Gegnern. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass die Fähigkeit so dünn ist. Wir haben eine schöne Reichweite, aber leider nur in einem ziemlich engen Bereich vor uns. Kann ich es euch hier zeigen? Schauen wir gerade mal. Ihr seht es hier. Also nur in dem Bereich wirklich vor uns. Aber das reicht ja meistens auch aus. Also ich habe nie Probleme, meine Überschilde aufzufüllen. Gerade überlegen, ob es noch irgendwas zu erwähnen gibt. Das Ding hat eine Travel Time, wie heißt das jetzt auf Deutsch? Also es ist nicht direkt am Ziel, sondern muss sich langsam dahin bewegen.
Und ja, die Castzeit ist beeinflussbar durch Naturtalent und ich glaube, es war Speeddrift. Also ich habe auch in fast allen meinen Builds mindestens Naturtalent drin, aber sonst benutze ich immer Naturtalent und Speeddrift. Einfach weil die Castzeiten bei Harrow sind sonst extremst lange. Die zweite Fähigkeit, Sühne, ist jetzt eigentlich der genaue Gegenpol zu Tadel, aber man benutzt sie immer in Kombination. Aus dem ganz einfachen Grund, bei Sühne opfern wir 100% unserer Schilde und Überschilde. Wir schlagen uns zweimal auf den Rücken und opfern jeweils 50% unserer Schilde und Überschilde. Warum sollten wir das jetzt machen? Aus dem ganz einfachen Grund, und jetzt kommt's. Wir bekommen einen prozentualen Lebensraub auf den Damage, den wir machen. Bedeutet, ich habe mal mit der Umbrex gespielt, einfach nur mal kurz auf die Gegner draufgehalten. Auf einmal hatte ich 52.000 Leben wiederhergestellt. Also, deshalb brauchen wir auch kein Schild oder Leben in Harrow. Durch Sühne, wir sind die ganze Zeit bei 100%, wenn wir gute Waffen dabei haben. Weiterhin, pro 100 geopfertem Schild. Nee, falsch. Das Ganze hat eine Basisdauer von 4 Sekunden. Ist jetzt nicht viel. Aber pro 100 geopfertem Schild bekommen wir 1,25 Sekunden Dauer draufgerechnet. Das skaliert jetzt mit Fähigkeiten Dauer. Bei mir ist es jetzt nur 1,39. Aber halt eben auch mit den Schilden. Und jetzt kommt das, was ich eben gemeint hatte, dass wir ohne Schilde die meiste Zeit spielen. Ah, oh, Moment, ich habe meine Schilde ja noch. Achtet jetzt mal auf die Dauer von meiner 2. 41 Sekunden. Weil ich meine Schilde geopfert habe. Gleichzeitig hat mein Wächter aber auch meine Schilde zu 100% wiederhergestellt, dass ich nicht komplett ohne Schilde dastehe. Und rein theoretisch, was ich euch auch empfehlen würde, müsstet ihr jetzt einfach nur ein bis zweimal wieder die 1 casten, bekommt dann wieder Überschilde und ihr habt jetzt die 2 aktiv, habt eure Schilde und habt ohne Ende Bonis. Und wenn ich mich recht entsinne, waren wir noch nicht mal am Ende mit den ganzen Bonis, die wir bekommen. Denn, jetzt kommt's nochmal, wir bekommen einen Bonus auf unsere Feuerrate und einen Bonus auf unsere Nachladegeschwindigkeit. Wenn wir jetzt hier ordentlich auf Stärke gehen, naja, also Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit, geil. Als kleines Beispiel. Axtiletto Prime. Achtet auf die Nachladezeit jetzt, beziehungsweise auf die Feuerrate. Jetzt mit dem Ganzen. Also das ist fast instant nachgeladen. Oder die Supra Vandal. Also das ist einfach nur jenseits von Gut und Böse. Auch allein der Nachladebonus. Und das Schönste ist, das geht halt eben auch auf Nahkampfwaffen drauf. Ich habe keinen einzigen Speedmod in meiner Atarax. Deshalb ich persönlich würde euch empfehlen, auf jeden Fall einen Carrier mitzunehmen, weil ihr braucht diesen Munitionsrack. Ansonsten eure Waffen haben direkt keine Munition. Und irgendwelche... Na, ihr könnt mitnehmen an Waffen, was ihr wollt. Ich zum Beispiel habe jetzt zum Leveln die ganze Zeit die Umbrex genommen. Einfach, ich konnte Dauerfeuer machen. Die Waffe war zwar schnell leer, aber schaut, wie schnell sie nachgeladen hat. Also, Dauerfeuer war das. Aber ihr könnt eigentlich da so gut wie jede Waffe mitnehmen, auf die ihr Lust habt. Als Beispiel, die Dracoon könnt man auch benutzen. Extremstes Flak. Also ihr seht, worauf ich hinaus möchte. Sogar bei Schrotflinten ist das sinnvoll, wegen der Nachladezeit. Tigris Prime. Ihr seht, worauf ich hinaus möchte. Egal, welche Waffe ihr spielt, Einzelschuss, Schnellfeuerwaffen, ihr habt direkt nachgeladen, beziehungsweise bekommt so einen extremsten Feuerratenbonus. Das ist einfach genial, also... Anders kann man es nicht ausdrücken. Deshalb, man kann auch Harrow mit den verschiedensten Waffen kombinieren. Genial einfach. So, was skaliert hier alles drauf? Hier skaliert drauf die Fähigkeiten Dauer. Das heißt, mit maximaler Dauer bekommen wir eine Basisdauer von 11,28 Sekunden und einen Bonus pro 100 aufgelösten Schild von 3,53. Mit maximaler... Stärke bekommen wir einen Feuerratenbonus von 122,15% und einen Nachladebonus von 244,3%. Aber das wäre jetzt halt mit Energiekonversation, was ich bei Harrow als absoluter Blödsinn empfinde. Aber ist alles Geschmackssache. Wie gesagt, ihr könnt so viele verschiedene Builds mit Harrow machen. Unglaublich. Aber bei einem Warframe, der 4 verschiedene Fähigkeiten benutzt, würde ich niemals auf Energiekonversation gehen. Also ist einfach nur meine Meinung. Gut, also was haben wir schon mal gelernt?
Die Passive synergiert perfekt mit der 1, die 1 synergiert perfekt mit der 2. Genial. So, wie handeln wir unsere Energiekosten? Ganz einfach, mit der 3. Das ist jetzt wieder ein bisschen strange. Wir opfern unsere Energie, um einen passiven Buff zu bekommen, der uns Energie wiedergibt. Aber es lohnt sich halt. Ich kann es euch gerade mal zeigen. Ich aktiviere jetzt die 3, das ist eine Toggle-Fähigkeit. Wir fangen an, so ein Weihrauchgefäß um uns rumzuschwenken. Bei mir ist es jetzt extremst schnell, weil ich halt meine beiden Dauermods drin habe. Oh, ich hätte eben noch was erwähnen müssen. Gib mir einen Moment. Die zweite Fähigkeit hat keine Reichweite und geht einfach so lange, wie die Affinitätsreichweite ist. Also die Reichweite, in der unsere Verbündeten noch Erfahrung bekommen. Ihr wisst ja, in jeder normalen Mission ist oben rechts links neben den Schilden noch ein Symbol, das anzeigt, wie viele Tennos in der Affinitätsreichweite sind. Also in der Reichweite bekommen auch alle den Bonus. Bei unserem Energiereck ist das jetzt etwas anders. Das hat eine Reichweite und die Reichweite wird symbolisiert durch einen roten Kreis um Harrow rum. Könnt ihr jetzt hier sehen. Und in dem Kreis, sobald ein Verbündeter der Verbündete muss in diesem Bereich stehen, kann einen Gegner töten, der außerhalb von dem Bereich ist und bekommt dann Energie wieder gutgeschrieben. Und ihr habt es gerade gesehen, je nachdem wie lange ich das mache, das ist Energie pro Tötung. Und bei einem Headshot ist es halt eben die vierfache Energie. Wobei ich da schon sagen würde, ihr könnt auf die Headshots pfeifen, einfach voll draufhalten und schnell genug die Gegner töten und ihr habt kein Problem. Jetzt habe ich für eine Waffe, die Supra. Dann holen wir uns gerade mal 5 Schlechter. Das heißt bei 40 Energie pro Kill. Ihr seht es auch rechts eingeblendet. So, jetzt 185 Energie zweimal. Energie ist direkt voll. Aber wir bräuchten die Headshots nicht mal. Das ist ja das Schöne an der Sache. Hier auf diese Fähigkeit skaliert jetzt aber auch nochmal einige Sachen drauf. Also zum Beispiel mal Fähigkeiten Reichweite, weil das Ganze hat von sich aus einen Radius von 20 Metern. Und mit maximaler Reichweite hätten wir 50 Meter. Fähigkeiten Stärke und Fähigkeiten Effizienz skalieren drauf, wie gut das umgerechnet wird. Das heißt, wenn ich jetzt rein auf die Effizienz gehen würde, wird ein Energie zu 20% umgerechnet. Bedeutet, ihr bräuchtet 20 Energie für einen Punkt. Also, ich weiß gerade nicht, ob das so rüberkam, wie ich es wollte. Momentan ist es ja 5%. Das heißt, ihr bräuchtet 20 Energiepunkte für einen Energiepunkt wieder gutgeschrieben zu bekommen. Und diese Rate kann man halt eben anpassen, indem man auf Fähigkeiten Stärke geht, beziehungsweise auf Fähigkeiten Effizienz geht. Mit Stärke kann man es von 5 auf 11% hochpushen und mit Effizienz von 5 auf 20%. Ja, also das kann man dann halt eben auch noch miteinander kombinieren. Aber ganz im Ernst, ich habe da noch nie Wert drauf gelegt, welche Mods ich reinmache. Ich habe das einfach so lange am Laufen gehabt, bis es für mich gepasst hat. Gerade mal schauen, welchen Bild ich drin habe. Das ist mein Hauptbild. Da mache ich zum Beispiel einfach mal so. Ich starte die Mission, mache die Fähigkeit kurz an, habe 4,4 Rec. Das ist ausreichend. Ansonsten, wenn ich schon viel Energie habe, mache ich es kurz an, bis ich so 10, 15 habe. Das reicht mir. Mehr braucht man eigentlich nicht. Weil ihr braucht einfach nur einen akzeptablen Killspeed und dann ist es eigentlich vollkommen egal, wie viel Energiereck ihr jetzt habt. Ob es 10 sind oder ob es 40 sind. Ist vollkommen egal, wenn ihr 20, 30 Gegner innerhalb von ein paar Sekunden töten könnt. Und das könnt ihr, wenn ihr einfach die richtigen Waffen dabei habt. Wie zum Beispiel Atarax, Ambrex, Explosivwaffen, irgendwas, mit dem ihr viele Kills schnell machen könnt. Also man kann da eigentlich nichts groß falsch machen. Die Fähigkeit an sich ist eigentlich extremst langsam. Deshalb würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, nehmt Naturtalent mit und wenn es geht, sogar noch schnelle trifft. Ich zeige es euch jetzt mal ohne. Ihr habt es hier gerade eben mitgesehen. Also, Moment. Das ist halt eben kein Vergleich mehr. Vor allen Dingen, ihr steht einfach ewig lange dann rum, könnt nicht schießen und auch nichts aufsammeln. Das lohnt sich einfach nicht. Einfach nicht. Also, wie mache ich die ganze Zeit? Ich habe die ganze Zeit die 3 am Laufen, fülle meine Schilde auf und mache dann die 2 an. Das heißt, ich habe immer unbegrenzt Energie und immer diesen geilen Bonus auf meine Stats. Das Schöne ist, wenn wir jetzt noch auf Fähigkeiten Dauer gehen, ist diese Fähigkeit halt eben
Wo steht's jetzt? 98,7 Sekunden aktiv. Bei meinem Bild jetzt nur 66 bzw. 67 Sekunden. Aber ganz im Ernst, das ist vollkommen ausreichend. Mehr brauchen wir nicht. Weil, wenn sie ausläuft, machen wir sie einfach nochmal an und haben direkt wieder die Dauer. Wir müssen sie auch nicht voll aufladen. Also, als reines Beispiel. Die Fähigkeit läuft aus, ich habe gerade nicht viel Zeit, mach's kurz an, damit ich 10 Energie habe oder 12. Fertig. Das reicht schon. Kommen wir zur letzten Fähigkeit. Die Fähigkeit, die am kniffligsten sinnvoll zu verwenden ist, aber richtig gut sein kann. Durch Bund können wir und unsere Verbündeten wieder in der Affinitätsreichweite unverwundbar werden. Für 6 Sekunden. Wenn wir Schaden bekommen, wird dieser Schaden aufgesammelt und pro 100 Schaden bekommen wir 1,5% Crit-Chance. Flat-Crit-Chance gut geschrieben. Das Ganze geht hoch bis 50% und bei einem Headshot wird das mal 4 genommen, das bedeutet 200% als Orange-Crit zu 100%. Ja, das ist schon ziemlich geil, aber wir müssen dafür Schaden bekommen. Wir sind 6 Sekunden unverwundbar und der Buff, den bekommen wir danach, der hält für 12 Sekunden an. Hier skaliert jetzt drauf Fähigkeiten Dauer und sogar Fähigkeiten Stärke. Aber nur, dass sich dann hier die Konversation ändert. Das bedeutet, bei mir zum Beispiel, pro 100 Schaden bekomme ich jetzt 4,26% Crit-Chance. Bei mir ist die Schutzdauer 11 Sekunden aktiv und das Ganze geht 22,86 Sekunden. Dazu kommt, das Ganze hat eine Cast-Zeit von, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube es waren 3 Sekunden. 3 Sekunden, in denen wir nichts machen können, ist extremst viel. Deshalb habe ich auch wieder beide Fähigkeit-Geschwindigkeits-Mods drin. Das lohnt sich auf jeden Fall. Interessant ist, wenn man mehrere Heroes dabei hat, kann man diese Unverwundbarkeit stacken. Das heißt, der eine macht's an und sobald die Schutzdauer vom ersten ausläuft, aktiviert der zweite seinen Bund. Das heißt, so kann man dann theoretisch die ganze Zeit zu 100% unverwundbar sein. Und ich habe sogar schon mitbekommen, dass es Raids gab, bei denen alle 8 Leute Hero gespielt haben und einfach alle die ganze Zeit unverwundbar waren. Also, da kann man schon ein paar schöne Spielereien draus machen. An sich ist die Fähigkeit schon ziemlich cool, aber der Nachteil ist, wir müssen halt Damage bekommen. Ich selbst benutze die Fähigkeit meistens als Panikknopf, wenn ich gerade merke, oh shit, ich bekomme Damage, ich habe gerade keinen Gegner da, an dem ich mich healen kann oder mein Heal ist ausgelaufen, dann mache ich das schnell an und bin jetzt zum Beispiel für 11 Sekunden bei mir unverwundbar. Gerade mal auf maximale Stats eingehen, sollte ich vielleicht noch machen. Also mit maximaler Dauer hätten wir 17 Sekunden und 34 Sekunden. Und mit maximaler Stärke hätten wir eine Konversation von 5,24% pro 100 Schaden. Ich habe mir das, also ich kann euch einfach gerade mal zeigen, wie das aussieht. Ihr wisst ja, die Supra ist keine Crit-Waffe. Ich muss jetzt warten, bis mein Buff ausgelaufen ist. Ihr seht, ich habe gerade den ganzen Schaden absorbiert. Jetzt läuft gleich die Unverwundbarkeit aus. ...50% und 200%. Also ihr seht schon mal, normale Crits sind immer drin. Jetzt muss ich gerade versuchen, einen Headshot hinzu... oder auch nicht. Auf jeden Fall, da wären sogar die orangenen Crits drin, weil... ...200% Flat Crit Chance. Das heißt, ich bin direkt bei... ich kann es euch sagen... bei der Supra wäre ich jetzt bei... ...202,5% Crit-Chance. Also das meine ich mit Flat. Da skaliert nichts drauf, sondern wir haben immer diese 50% oder diese 200%. Das heißt, selbst Waffen wie die Nucor, die eine Crit-Chance von 1% haben, werden zu echt geilen Crit-Waffen, weil schaut hier mal auf den vierfachen Crit-Multiplikator. Wenn wir das mit der 4 von Harrow kombinieren, die Waffe ist zerstörerisch ohne Ende. Man muss einfach nur alles richtig bei Harrow kombinieren, deshalb ist es auch so schwer, hier eine finale Aussage zu machen. Was ich zum Beispiel auch sehr mag, Harrow als Melee Warframe zu benutzen. Das könnte dann zum Beispiel... so aussehen. Jetzt habe ich was vergessen. So,
So, 7000 Damage absorbiert. Ich mache mich unsichtbar, warte drauf, dass ich den Bonus bekomme. Und jetzt kann ich unsichtbar alle Gegner abschlachten. Und ihr seht's, easy. Woran hat das gelegen? Ich habe den Naramon Focus Tree genommen, der mich unsichtbar macht, sobald ich einen Midi-Nahkampfangriff mache. Also ihr seht schon, Harrow, man kann damit machen, was man will. Bei fast allen Gegebenheiten kommt was Gutes dabei raus. Und Carrier kann ich euch nur empfehlen, weil wenn wir jetzt wirklich solche Schnellfeuerwaffen wie Supra oder Axtiletto mitnehmen, wir brauchen einfach Wasser, um unsere Munition wieder aufzufüllen. Weil ganz im Ernst, wie will man das da sonst handeln? Leer geschossen, nachgeladen, leer geschossen. Also, wir haben ja sogar noch schnellere Waffen, die wir sogar benutzen könnten. Einfach Carrier macht's möglich und Harrow macht's dann sogar nochmal spielbar. Also, egal was wir machen, ihr merkt schon, der Warframe ist cool. Er ist keiner meiner Lieblingsframes, kann ich euch direkt schon mal sagen, weil mir persönlich sagt er jetzt nicht extremst gut zu, aber wenn etwas gut ist, dann sage ich es euch auch, dass es gut ist. Builds habe ich für euch 3 Stück vorbereitet. Der erste Build ist ein Mixbuild, bei dem wir auf alle 4 Fähigkeiten gleichzeitig gehen. Ätzende Projektion ist einfach fast immer unsere beste Wahl. Wenn wir jetzt mit der Atarak spielen, würde ich wahrscheinlich Stählerner Ansturm reinmachen. Dann schnelle Trift, Naturtalent habe ich erwähnt. Verstärken, blinde Wut, flüchtige Stärke. Denke ich mal, dürfte klar sein warum. Mehr Schilde, bessere Konversation und alles in allem skaliert Stärke einfach gut auf diesen Warframe drauf. Prime Kontinuität engstündig jetzt nur auf 6. Für eine ordentliche Fähigkeitendauer, Ausdehnung für Reichweite und Prime Fluss, damit wir einen schönen Energiepool haben. Weil ihr seht es vielleicht gerade schon, ich habe keinen einzigen Effizienzmod drin. Man kann so spielen, aber es ist schwierig. Das kann ich euch direkt schon mal sagen. Ihr könntet Probleme bekommen. Ich habe ja gesagt, dieser Bild hier ist flexibel. Falls ihr Energieprobleme bekommt, nehmt ihr Verstärken raus und macht nur Stromlinie rein. Nicht flüchtige Expertise. Weil durch flüchtige Expertise geht nochmal unsere Dauer runter und dann werden die Fähigkeiten nochmal ein bisschen schlechter. Das wollen wir absolut nicht haben. Alternativ könntet ihr auch noch engstündig auf Max reinmachen, überdehnt rausmachen, Verstärken rausmachen, dann überdehnt, ich meine Ausdehnung, überdehnt reinmachen, dann das hier weg und Stromlinie oder flüchtige Expertise rein. Könnte man auch machen, habe ich auch schon probiert, aber es hat mir alles in allem nicht so gut gefallen wie... Gib mir gerade einen Moment. Dieser Bild. Genauso gut kann man auch überlegen, schnelle Drift rauszunehmen und stattdessen kraftvolle Drift reinmachen. Kann man probieren... Oh, bei mir passt sogar gar nicht. Kann man überlegen, aber ich persönlich lege einfach viel Wert auf die schnelle Cast-Geschwindigkeit, da man ansonsten auch viele Probleme bekommt und vor allen Dingen die 3 und die 4 zu langsam werden. Der zweite Bild ist jetzt ein reiner Zweier-Buff-Bild, wobei... Naja, so prickelnd sieht er jetzt nicht aus, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Er hat halt eben mehr Effizienz als der andere, gleiche Stärke. Ah, okay, ich weiß wieder warum. Vorher, ich habe ja eben gesagt, habe ich hier mit weniger Stärke gespielt, beziehungsweise Stromlinie drin gehabt. Falls ihr da Stromlinie drin habt, habt ihr halt eben auch, Entschuldigung, deutlich weniger Stärke. Und das heißt, mit diesem Bild hättet ihr dann mehr Stärke. Also das wäre dann zum Beispiel so ein Alternativbild für euch, wenn ihr diesen Bild mit Stromlinie spielt, dass ihr halt eben ein extra Bild habt, nur für den 2 als Buff zu benutzen. Ätzende Projektion, listige Drift für mehr Reichweite, engstündig Max, Ausdehnung, Verstärken, Naturtalent, flüchtige Expertise, Prime Fluss, flüchtige Stärke, blinde Wut. Haben wir jetzt direkt eine Basisdauer von 10 Sekunden, ist jetzt nicht die Welt, aber da ich auch nur auf Reichweite gehe, haben wir immer noch eine akzeptable Reichweite und können dadurch halt eben den Schildbuff mitnehmen und jetzt haben wir leider nicht gesehen, wie lange es aktiv war. Ja, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, so 60 Sekunden. Oh. Okay, das ist jetzt weniger, als ich erwartet habe. Viel weniger. Weil ich habe schon geschafft, hier meine 1 hochzupushen auf bis über 80 Sekunden.
Die zwei, sorry. Sekunden, okay. Kann man mitleben. Ja, dazu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Der letzte Bild wäre, beziehungsweise das Ganze hat jetzt nur eine Reichweite von 94%. Das bedeutet, es hier steht eigentlich 2 Buff-Bild, aber theoretisch können wir da auch nochmal die 3 mitnehmen, damit wir die ganze Zeit Energie wiederherstellen. Weil die Reichweite 20 Meter, ihr seht, ist absolut ausreichend. Ich glaube, es müssten 20,4 Meter sogar sein. Ne, ich habe gerade den falschen Bild im Kopf. 18,8 Meter. Ist nämlich auch noch komplett ausreichend. Also, ihr merkt schon, es ist wirklich schwierig, hier eine Abgrenzung zu machen. Aber mir ging es halt eben hauptsächlich um die Stärke für die 2, wobei man die 3 noch mitbenutzen kann. Und wenn wir die 2 benutzen, benutzen wir die 1 wieder. Wobei wir in der Theorie wieder beim ersten Bild wären, theoretisch. Und dann habe ich jetzt hier noch ein Energie-Buff-Bild. Da bin ich jetzt schön auf Reichweite gegangen. Wobei das wahrscheinlich übertrieben ist. Ihr seht schon, meine rote Linie geht bis ganz hier hinten hin. Das heißt, jeder von unseren Verbündeten, der einen Kill, der in diesem Bereich steht und irgendwo einen Kill macht, sogar außerhalb, bekommt die Energie. Also, das Jenseits von Gut und Böse. Überdehnt, Ausdehnung, flüchtige Expertise, Prime Kontinuität, Naturtalent, blinde Wut, flüchtige Stärke, Prime Fluss. Wobei listige Drift würde ich hier wahrscheinlich rausnehmen und statt dessen dann. Ne, mit T schreibt man das. Was? Jetzt habe ich mich schon wieder vertippt. Komm schon. Eine kraftvolle Drift reinmachen oder, was meiner Meinung nach wahrscheinlich besser ist, die schnelle Drift. Wo haben wir sie denn? Schnelle Drift. Haben wir zwar weniger Reichweite, aber einfach unsere Kastgeschwindigkeit wird höher. Das heißt, wir haben schneller hier unseren Bonus. Ihr merkt schon, das ist ein Unterschied, ob wir es drin haben oder nicht. Und generell, der Reichweitenunterschied ist jetzt nicht so extrem. So, das wären die 3 Builds, die ich für euch hätte. Ich habe hier bereits erwähnt, Waffen könnt ihr wirklich mitnehmen, auf was ihr Lust habt. Ob Schnellfeuerwaffe, ob Schrotflinte, egal was. Hauptsache es macht euch Spaß und es reißt die Gegner schnell in Stücke. Beim Wächter, naja, habe ich ja auch schon gesagt, da lohnt sich der Carrier auf jeden Fall, damit wir genügend Munition haben. Und ansonsten, da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu Harrow zu sagen. Man kann ihn auf so viele verschiedene Arten und Weisen nutzen, also ihr könnt rein theoretisch ja auch nur einen puren CC-Bild machen. Wenn ich mir das gerade mal anschaue, meine 1 hat jetzt eine Dauer von 4,5 Sekunden, 47 Meter. Das heißt, man könnte das theoretisch sogar als 1er CC-Bild benutzen. Zack. Zack. Natürlich hält es dann jetzt nicht lange an. Aber wir können es immer wieder nachcasten, weil es nicht teuer ist. Gut, was ich auch noch erwähnen sollte, bevor ich jetzt aufhöre. Harrow ist eigentlich drauf ausgelegt, dass man auf Headshots spielt. Ich persönlich würde euch sagen, ihr könnt es machen, aber ihr braucht es absolut gar nicht. Der Energierack ist ohne Headshot mehr als hoch genug. Und es macht sich vielleicht bemerkbar, wenn man jetzt auf den Ulti-Crit-Bild spielt. Aber ansonsten spielt einfach ganz normal weiter. Warframe ist ein Horden-Hacken-Slash-Game. Das heißt, wir kommen nicht groß dazu, immer auf die Köpfe zu zielen. Vor allen Dingen, wenn wir gegen irgendwas anderes als gegen Cranier spielen. Also, naja. Gut, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.